Ein alter Mann sitzt auf einer Parkbank und füttert die Tauben, so wie er es jeden Tag tut. Dann entdeckt ihn eine Bande von Bikern, die seit einem Jahrzehnt die Stadt terrorisiert. Und er wird ihr Ziel. Aber die Rache des alten Mannes ist subtil und völlig überraschend. Und die Biker werden blass, als sie herausfinden, wer er wirklich ist. Das gedämpfte Sonnenlicht eines späten Nachmittags färbte den Park in Gold- und Grüntöne. Ein älterer Mann saß auf einer verwitterten Bank. Ein heiteres Lächeln umspielte seine Lippen, während er Vogelfutter für die flatternden Tauben zu seinen Füßen verstreute. Doch die Ruhe wurde von einem lauten Gebrüll unterbrochen, als drei Motorräder in den Park fuhren. Ihre Fahrer waren ledergekleidete Gestalten mit verhärmten Gesichtern. Sie umkreisten den alten Mann und ließen ihre Motoren aufheulen. Der beißende Geruch von Auspuffgasen verdickte die Luft. Die Biker warfen mit Beleidigungen um sich. Jeder Einzelne war dazu gedacht, ihn zu verletzen. Aber der alte Mann blieb unbeeindruckt. Er fuhr vor, die Vögel zu füttern. Sein Blick blieb fest und sein Kinn war hoch erhoben. Ein Funken Trotz glitzerte in seinen Augen. Es war ein stilles Versprechen, dass er sich nicht einschüchtern lassen würde. Die Geduld der Biker ging zu Ende. Sie änderten ihre Taktik. Zuerst rauschten sie näher an die Bank heran. Wieder brüllten ihre Motoren und der scharfe Geruch von Benzin erfüllte die Luft. Ein stämmiger Motorradfahrer mit einem grausamen Grinsen richtete sein Vorderrad auf den Eimer mit Vogelfutter. Er hatte vor, die Opfergabe zu verstreuen und den alten Mann zu demütigen. Aber der war schneller, als er aussah. Mit der Grazie eines Tänzers fegte er den Eimer aus der Gefahrenzone. Ein Teil des Vogelfutters ergoss sich wie ein schimmernder Wasserfall über den Bürgersteig. Der Motorradfahrer schoss über das Ziel hinaus und sein Reifen quietschte. Die anderen beiden schlossen sich ihm an. Ihre Motorräder schlängelten sich in einem bedrohlichen Ballett um den alten Mann herum. Sie stürzten, sie wichen aus und ihre Motoren heulten in purer Aggression auf. Doch der alte Mann blieb unbeeindruckt. Seine Bewegungen waren eine hypnotisierende Mischung aus Antizipation und Agilität. Er duckte sich unter dem Lenker hindurch, wich einem Tritt aus, der auf den Eimer zielte, und drehte sogar eine Pirouette vor einem fliegenden Erdklumpen. In den Augen der Biker brodelte die Frustration. Der schlachsige Fahrer ließ den Motor aufheulen und machte sich erneut auf den Weg zur Bank. Diesmal war sein Ziel nicht das Vogelfutter, es war der Stock des alten Mannes. Er streckte seine Hand aus und formte sie zu einer Art Klaue. Er hatte vor, den alten Mann zu entwaffnen und ihm den letzten Rest Würde zu nehmen. Aber der Alte war bereit. Im Handumdrehen war der Stock nicht mehr nur eine Gehhilfe, sie wurde zu einer Verlängerung des Arms und einer Waffe, die mit der Präzision eines Schwertmeisters geführt wurde. Das Handgelenk des Motorradfahrers wurde in einem schraubstockähnlichen Griff gefangen, der Stock drehte sich und zwang seine Hand. Der Biker schrie überrascht auf, als sich seine Finger aus dem Griff lösten, ein Schweigen legte sich über den Park. Der alte Mann stand aufrecht. Sein Stock ruhte jetzt in seiner Hand und seine Augen waren auf die verblüfften Biker gerichtet. Die starrten zurück. Es war klar, dass die Gebrechlichkeit des alten Mannes eine Illusion war, eine sorgfältig aufgebaute Fassade. Unter dem Deckmantel des Alters brannte der Geist eines Kriegers auf. Der alte Mann war nicht einfach nur ein alter Mann, er war ein Kampfsportler. Sein Körper war ein geschliffenes Instrument. Die Biker tauschten unruhige Blicke aus. Der Park war einst ein Spielplatz für ihre Einschüchterung. Sie hatten den Ruf, Schläger zu sein, und nicht einmal die Strafverfolgungsbehörden konnten ihr abscheuliches Verhalten eindämmen. Jetzt fühlte sich dieser Park an wie ein Schlachtfeld. Das Machtgleichgewicht hatte sich verschoben. Der alte Mann, der einst ihr Ziel war, war nun ihr Meister. Als wäre eine stille Übereinkunft getroffen worden, verhärtete sich der Gesichtsausdruck der Biker. Ein Urinstinkt durchflutete sie. Mit einem synchronen Brüllen ließen sie ihre Motoren aufheulen. Die Ruhe im Park war wieder mal gestört. Wieder rannte der alte Mann nicht weg. Er drehte sich einfach um und ging weg. Sein Schritt war zügig, aber nicht eilig. Er bewegte sich mit der Zuversicht eines Raubtieres. Die Motorradfahrer verfolgten ihn. Ein Wirbelwind aus Staub und Abgasen erfüllte die Luft, als die Bikes hinter dem alten Mann herdonnerten. Sie rasten über die Gehwege und vertrieben die Fußgänger und Radfahrer. Der alte Mann schien jedoch jede ihrer Bewegungen vorauszuahnen.
Er schritt durch Blumenbeete, duckte sich unter tiefhängenden Ästen und sprang sogar mit überraschender Behendigkeit über eine Parkbank. Die Verfolgungsjagd verlagerte sich auf die Straßen der Stadt. Ein herzzerreißender Fleck aus Chrom und Leder vor der Kulisse von Schaufenstern und Verkehrssignalen. Der alte Mann ließ sich von dem Chaos nicht beirren. Er schlängelte sich durch den Verkehr wie ein erfahrener Kurier, während sein Stock rhythmisch gegen den Asphalt klopfte. Die Motorradfahrer trieben ihre Maschinen bis zum Äußersten, aber der alte Mann blieb ihnen immer ein paar Schritte voraus. Er führte sie durch Gassen, enge Durchgänge und über eine Baustelle. Er kannte die versteckten Ecken. Als sich die Dämmerung über die Stadt legte, erreichte die Verfolgungsjagd ihren Höhepunkt. Der alte Mann führte die Biker in ein trostloses Industriegebiet. Es war ein Labyrinth aus Lagerhäusern und verlassenen Fabriken. Er hielt vor einem massiven Backsteingebäude mit dunklen Fenstern an. Der Eingang war ein klaffender Schlund aus Schatten. Die Biker kamen hinter ihm zum Stillstand. Sie stiegen ab. Ihre Augen verengten sich und ihre Hände schwebten in der Nähe ihrer Waffen. Der alte Mann drehte sich um und gestikulierte in Richtung des Lagerhauses. Ein geheimnisvolles Lächeln umspielte seine Lippen. Mit einem gemeinsamen Nicken bewegten sich die Biker auf das Lagerhaus zu. Ihre Schritte hallten in der unheimlichen Stille wider. Der alte Mann folgte ihnen. Sein Stock klopfte immer noch mit einem gleichmäßigen Rhythmus auf den Beton. Er hatte sie auf das von ihm auserkorene Schlachtfeld geführt, ein Ort, an dem die Regeln seine eigenen waren und der Ausgang alles andere als sicher war. Das Lagerhaus war ein höhlenartiger Raum. Es war alt und baufällig und voll von den Geistern der Industrie. Verrostete Maschinen tauchten in den Schatten auf. Ihre skelettartigen Formen warfen unheimliche Silhouetten gegen die schmutzigen Wände. Die Luft war schwer vom Geruch von Öl und Staub. Die Biker schwärmten aus. Schließlich drängten sie den alten Mann gegen einen Kistenstapel. Ihre Augen funkelten vor Erwartung. Der Anführer trat hervor. »Du kannst nicht mehr weglaufen, alter Mann«, spottete er. »Zeit dafür zu bezahlen, dass du uns wie Trottel aussehen lässt.« Die anderen Biker kamen näher. Der alte Mann blieb ruhig. Er hielt seinen Rücken gerade und hielt seinen Stock locker an seiner Seite. Er überprüfte die Umgebung. Einen Moment lang blinzelte er. Seine Augen nahmen jedes Detail des schwach beleuchteten Raumes auf. Die Biker tauschten einen zuversichtlichen Blick aus. Das war er, der Moment der Abrechnung. Sie hatten den Vorteil der Überzahl, der Jugend und der Wut. Der alte Mann war allein und wehrlos, wie ein Lamm auf der Schlachtbank. Doch er zuckte nicht zurück, er lächelte einfach, ein wissendes Lächeln, das ihnen einen Schauer über den Rücken jagte. Sieh an, sagte der Anführer und versuchte einschüchtern zu wirken. Sieht aus, als hättest du uns zu deinem eigenen Grab geführt, Oldtimer. Die anderen Biker stimmten in das Gelächter ein. Ihre Spötteleien prallten an den Metallträgern und dem Betonboden ab. Sie umkreisten den Alten. Ihre Bewegungen waren räuberisch und ihre Augen funkelten. »Du dachtest, du wärst schlau, was?« spottete der schlaksige Biker. »Aber jetzt bist du nur eine Ratte in einer Falle.« Der alte Mann beobachtete sie mit einem unleserlichen Blick. Sein Stock klopfte immer noch in einem gleichmäßigen Rhythmus. Er reagierte nicht auf ihre Spötteleien. Die Biker wurden durch seine offensichtliche Angst ermutigt. »Irgendwelche letzten Worte, Opa?« spottete der Anführer. Seine Stimme triefte vor Sarkasmus. Der alte Mann hob den Kopf. Seine Augen trafen den Blick des Anführers. Ein Flackern von Belustigung tanzte in seinen Augen. Eine stille Herausforderung, die dem Anführer einen Schauer über den Rücken jagte. »Ich glaube nicht«, sagte er. Seine Stimme war ruhig und gemessen, »aber ihr solltet vielleicht euren nächsten Schritt überdenken.« Die Biker hielten inne. Ihr Lachen erstarb in ihren Kehlen. Ein Gefühl des Unbehagens machte sich in ihren Herzen breit. Ein nagender Zweifel, dass sie ihre Beute vielleicht unterschätzt hatten. Trotzdem setzten sie ihr Gebaren fort. Sie ließen ihre Muskeln spielen, schwangen ihre Waffen und schrien leere Drohungen. Aber der alte Mann blieb unbeeindruckt. Er kannte ihre Schwächen und sah ihre Verwundbarkeiten. Er hatte ihre Bewegungen, ihre Absichten und ihre Ängste durchschaut. Er wusste genau, wie er sie ausnutzen konnte. Das war die Ruhe vor dem Sturm. Der alte Mann war das Auge des Wirbelsturms. Er sammelte einfach seine Kräfte und wartete auf den perfekten Moment.
Mit einem Knistern und Summen wurde die Lagerhalle plötzlich von Licht durchflutet. Reihen von Leuchtstoffröhren flackerten auf und erleuchteten den Raum in einem kalten, klinischen Licht. Die Biker schirmten ihre Augen ab, weil sie von der plötzlichen Helligkeit geblendet waren. Als sich ihr Blick wieder normalisierte, bot sich ihnen ein Anblick, der alle Erwartungen übertraf. Das Lagerhaus war ganz und gar nicht verlassen. Die verrosteten Maschinen und staubigen Schatten waren verschwunden. An ihrer Stelle befand sich ein hochmodernes Fitnessstudio. Ein Boxring befand sich in der hintersten Ecke des Raumes. Die Seile waren straff gespannt und die Plane makellos. Ringsherum glänzte der polierte Boden unter dem hellen Licht. Reihen von Trainingsgeräten säumten die Wände hinter dem Ring. Die Chromoberflächen spiegelten die verblüfften Gesichter der Biker wider. Hinter der Turnhalle, getrennt durch eine Wand von Glasschiebetüren, befand sich ein traditionelles Dojo. Tatami-Matten bedeckten den Boden, ihr gewebtes Muster zeugte von akribischer Handwerkskunst. An den Wänden hingen eine Reihe von Schwertern, Stäben und Nunchakus. Die Bikers starrten ungläubig, ihre Tapferkeit brach unter dem Gewicht des Unerwarteten zusammen. Das Lagerhaus sah im gedämpften Licht verfallen und verlassen aus. Jetzt war es ein Hort der Stärke. Der alte Mann hatte sie nicht in eine Falle geführt, er hatte sie in sein Reich geführt, den Ort, an dem er König war. Als die Biker rückwärts stolperten, bewegten sich die Schatten. Gestalten traten aus der Dunkelheit hervor. Ihre Bewegungen waren leise und fließend. Männer und Frauen verschiedenen Alters traten ins Licht. Sie trugen locker sitzende Trainingsuniformen und ihre Körper waren durchtrainiert, ihre Augen scharf und konzentriert. Sie tasteten den Raum ab, um die Situation einzuschätzen. Dann bewegten sie sich mit der Anmut von Panthern. Ihre Hände waren bereit zuzuschlagen. Die Biker waren in der Unterzahl. Sie tauschten panische Blicke aus. Der alte Mann war nicht mehr allein. Er war von einer Gruppe erfahrener Kampfsportler umgeben und ihre bloße Anwesenheit strahlte eine Aura von Macht aus. Der Anführer der Biker versuchte, die Situation unter Kontrolle zu bringen. »Wer seid ihr?« forderte er. Der alte Mann trat einen Schritt vor. Sein Stock klopfte immer noch. »Wir sind die Wächter dieses Heiligtums«, sagte er, »und ihr habt unseren Frieden gestört.« Die Kampfsportler schlossen die Reihen. Instinktiv bildeten sie einen schützenden Kreis um den alten Mann. Ihre Gesichter waren teilnahmslos und ihre Körper entspannt, aber bereit. Die Spannung war greifbar. Die Biker wurden blass. Plötzlich sahen sie sich einer Kraft gegenüber, die viel stärker war, als sie sie erwartet hatten. Das Blatt hatte sich gewendet. Sie waren jetzt nicht mehr die Jäger, sie waren die Gejagten. Die Pattsituation eskalierte im Chaos. Angetrieben von Verzweiflung und Adrenalin stürzten sich die Biker auf die Kampfsportler. Ein Wirbel aus Fäusten, Tritten und Grunzen erfüllte die Luft. Die Biker kämpften mit der Wildheit von in die Enge getriebenen Tieren, aber ihre Bewegungen waren wild und vorhersehbar. Die Kampfsportler waren eine gut geölte Maschine. Ihre Aktionen waren präzise und koordiniert. Sie lenkten Schläge ab, konterten Angriffe und entwaffneten ihre Gegner mit einer Anmut, die ihre Stärke verleugnete. Der alte Mann war das Auge des Sturms. Er bewegte sich zwischen den Kämpfern. Sein Stock war ein Bewegungswirbel, mit dem er Bedrohungen neutralisierte und seinen Kameraden den Weg freimachte. Der Kampf war ein Spektakel der gegensätzlichen Stile. Die brachiale Kraft der Biker traf auf die flüssige Beweglichkeit der Kampfsportler. Ihre ungeschliffene Aggression prallte auf die ausgefeilte Disziplin der Gegner. Der Boden der Lagerhalle wurde zu einer Leinwand von kontrollierten Gewalt. Die Biker zappelten und krümmten sich unter dem Ansturm der gekonnt ausgeführten Schläge. Jede Bewegung der Sportler war ein kalkuliertes Manöver, ein Teil eines komplexen Puzzles, um die Bedrohung zu neutralisieren. Es war ein Kampf zwischen Chaos und Ordnung, zwischen Instinkt und Training. Trotz ihrer anfänglichen Wildheit wurden die Biker schnell überwältigt. Ihre Angriffe wurden schwächer und ihre Bewegungen langsamer. Ihre Zuversicht schwand mit jedem fehlgeschlagenen Versuch, einen Schlag zu landen. Einer nach dem anderen wurden sie entwaffnet und ihre Waffen fielen harmlos zu Boden. Schließlich fiel auch der letzte Biker. Sein Körper lag ausgestreckt auf der Matte. Dort lag er mit großen Augen, völlig ungläubig. Die Kampfsportler standen über ihm. Ihre Brust wogte ein wenig, aber ihre Gesichter waren stoisch.
Der alte Mann ging langsam zu den gefallenen Bikern hinüber. Er blickte auf sie herab und seine Augen füllten sich mit Mitleid und Verachtung. Der Anführer blickte auf. Sein Gesicht war zu einer Maske aus Schmerz und Wut verzerrt. Einer der Kampfsportler hatte seinen Arm hinter dem Rücken verschränkt. Der Biker Bully stieß einen markerschütterten Schrei aus, als er auf die Knie gezwungen wurde. Sein Körper verformte sich im Griff eines quälenden Unterwerfungsgriffes. Als er es wagte, sich umzuschauen, sah er seine beiden Mitstreiter in ähnlicher Lage. Sie hatten verloren. Die Biker waren einst eine gewaltige Kraft, die Bedrohung der Stadt. Jetzt lagen sie über das Lagerhaus verstreut. Sie waren entwaffnet und handlungsunfähig und ihre Schreckensherrschaft hatte ein jähes Ende gefunden. Stille kehrte in das Lagerhaus ein. Die einzigen Geräusche waren die röchelnden Atemzüge der Besiegten. Der Stock des alten Mannes war jetzt wieder ein einfacher Gehstock. Er blickte sich mit dem strengen Blick um. In seinen Augen, die eben noch von Feuer des Kampfes erfüllt waren, lag nun ein kaltes, berechnendes Licht. Er ging langsam auf die gefallenen Biker zu. Die Kampfsportler machten ihm den Weg frei. Der alte Mann blieb vor dem Anführer stehen. Sein Schatten fiel auf die liegende Gestalt. Der Biker wich zurück. Seine Augen huschten nervös von einer Seite zur anderen. Er hatte eine Tracht Prügel erwartet, eine Flut von Beleidigungen, vielleicht sogar ein oder zwei gebrochene Knochen. Aber der alte Mann stand einfach nur da und sein Gesicht war eine Maske der Missbilligung. »Du hast unseren heiligen Boden betreten«, sagte der alte Mann. Seine Stimme war tief und hallend. »Du hast den Frieden in diesem Heiligtum und in dieser Stadt gestört.« Und du hast denen, die hier wohnen, gegenüber Respektlosigkeit gezeigt. Der Biker schluckte schwer. Er war nicht in der Lage, den Blick des alten Mannes zu erwidern. Er wusste, dass er im Unrecht war, aber Scham und Trotz kämpften in ihm. Er öffnete seinen Mund, um zu sprechen, aber der alte Mann hob seine Hand und brachte ihn zum Schweigen. »Du hast heute eine wertvolle Lektion gelernt«, sagte der alte Mann. »Stärke kommt nicht von roher Gewalt, sie kommt von Disziplin, Respekt und Ehre. Erinnere dich daran und vielleicht wirst du einen besseren Weg finden.« Dann drehte sich der alte Mann um und ging weg. Wieder klopfte sein Stock auf den Betonboden. Die Biker sahen ihm nach. Doch als er sich zum Gehen wandte, sprach einer von ihnen. Seine Stimme war voller Ehrfurcht und seine Augen waren groß. »Warte«, sagte er, während er sich auf die Beine kämpfte, »ich weiß, wer du bist.« Der alte Mann hielt inne. Er drehte ihm immer noch den Rücken zu, aber ein schwaches Lächeln zerrte an seinen Lippenwinkeln. »Du bist der Drache von Detroit«, sagte der Biker. Seine Stimme wurde jetzt lauter. »Der ungeschlagene Champion, die Legende.« Der alte Mann drehte sich langsam um. Seine Augen trafen auf die des Bikers. Das Licht der Lagerhalle glitzerte auf seinem silbernen Haar und umgab seinen Kopf mit einem Heiligenschein. Kaum hörbar flüsterte er, dass das ein ganzes Leben her ist. In den Gesichtern der anderen Bikern dämmerte die Erkenntnis. Geflüster über den Drachen erfüllte die Luft. »Aber du hast dich zurückgezogen«, stammelte der schlaksige Biker. »Du bist verschwunden.« Wieder umspielte das geheimnisvolle Lächeln die Lippen des alten Mannes. Er erzählte ihnen, dass er einfach einen anderen Weg gesucht hatte und dass es ihm nur um Frieden und Ruhe ging. Die Biker starrten ihn in fassungslosem Schweigen an. Der alte Mann, den sie so gefühllos belästigt hatten, war kein anderer als der legendäre MMA-Champion, ein Kämpfer, dessen Namen einst die Herzen seiner Gegner in Angst und Schrecken versetzt hatten. Die Ironie ihrer Situation war ihnen nicht entgangen. Dann öffneten sich knarrend die Türen der Lagerhalle. Draußen erstarrte eine Flut von blauen und roten Lichtern. Uniformierte Polizisten hatten ihre Hände in die Halfter gesteckt. Als sie eintraten, sahen sie nur ein Bild der Niederlage. Drei zerzauste Biker lagen ausgestreckt auf dem Boden. Sie waren von einer Gruppe stoischer Kampfsportler umgeben. Die Beamten schätzten die Situation schnell ein. Ihre Augen weiteten sich, als sie die besiegten Gestalten erkannten. Es handelte sich nicht um Kleinkriminelle. Sie waren Mitglieder einer berüchtigten Biker-Gang, die für ihre Gewaltbereitschaft bekannt war. Ihre Gesichter waren vor Schreck und Demütigung so blass, dass sie kaum wiederzuerkennen waren. Normalerweise waren sie voller Prahlerei und Angeberei. Die Biker wurden schnell festgenommen.
Ihre Proteste stießen auf taube Ohren. Als sie in Handschellen abgeführt wurden, trafen ihre Augen auf die des alten Mannes. Er beobachtete sie mit stiller Genugtuung. Er war wieder einmal der Drache von Detroit, der ungeschlagene Champion. Und seine Augen funkelten mit einer grimmigen Intelligenz. Er beobachtete, wie der Polizeiwagen wegfuhr. Als er in die Straße einfuhr, heulte eine Sirene eine traurige Melodie. Dann drehte sich der alte Mann seufzend um. Er holte seinen Eimer mit Vogelfutter und ging zurück zu seiner Bank. Wie zuvor waren seine Bewegungen fließend und anmutig, ein krasser Gegensatz zu dem schlurfenden Gang, den er zuvor angenommen hatte. Die Tauben spürten seine Rückkehr. Sie flatterten um ihn herum und wie immer war ihr Gurren Balsam für seine müde Seele. Der Drache von Detroit, seine Legende war sicher und seine Mission erfüllt. Er lächelte, als er das Futter ausstreute. Sein Herz füllte sich mit einer stillen Zufriedenheit. Der Park war kurzzeitig ein Schlachtfeld gewesen, jetzt wieder ein Ort des Friedens. Es war ein Bild, an das sich die kleine Stadt noch jahrelang erinnern würde. Der alte Mann auf der Bank, die Tauben zu seinen Füßen, die untergehende Sonne, die langen Schatten. Ein schiefes Lächeln umspielte seine Lippen. Es gibt wirklich eine verborgene Tiefe, die unter der Oberfläche eines jeden Menschen liegt. Was für eine überraschende Wendung. Hast du auch eine Geschichte über Tyrannen, die sich mit der falschen Person anlegten? Erzähl uns davon in den Kommentaren. Und wir sehen uns im nächsten Video.